Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wolf Fuß ist hier, Frank Buschmann nebenan. Es regnet und da fragen wir uns natürlich, sind das gute Bedingungen für Angriffsfußball? Ja, zumindest ein weiteres Element, das für überraschende Situationen sorgen kann. Also ich tendiere zu ja. Borussia Mönchengladbach dürfte selbstbewusst auftreten nach dem kürzlichen Auswärtserfolg, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Die Begegnung der beiden Top-Platzierten, das könnte ein echter Knaller werden, Wolf. Beide Teams scheinen gleichermaßen gut in Form zu sein. Also, wir freuen uns auf das klassische 6-Punkte-Spiel. Und los geht's. Schussversuch. Und da haben wir es, das Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bernhard. Stindl. Xhaka. Flanke. Fabian Johnson. Tor! Er macht die mit dem Kopf! Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch noch mal in der Wiederholung. Und da fliegt er wieder. So wirkt es zumindest. Höher als alle anderen. Ein super Kopfball. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jerome Boateng. Vidal. André Hahn. Und er schießt. Der Ball geht knapp drüber. Mit
Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf. Jetzt ist er durch. Und jetzt ein Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Tolle Flanke. Mit Abstoß geht's weiter. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Und Müller. Und nun Pogba. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Da kommt der Schuss. Und Tor! Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Jetzt Vidal. Jetzt hat er den Ball wieder. Ganz stark gemacht. Das gibt einen Schuss. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Für einen Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Da geht er vorbei. Er nimmt ihn direkt. Da passt der klasse auf. Und Vidal. Lahm. Fabian Johnson. Da zieht er ab. Tolle Aktion vom Torwart. Gleich bringt er die Ecke rein. Christensen. Er versucht's. Klasse gemacht. Stark geblockt. Es gibt Abstoß. Der Ball war im Aus. Hier nochmal der Treffer von eben. Schön rechts ins Eck abgeschlossen.
als Ribéry. Schussversuch. Wirklich eng. Guter Schuss. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Lahm. Und Alonso. Guter Körpereinsatz hier. Macht er ihn. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Vidal. So richtig gut ins Spiel kommen die Bayern hier noch nicht. Super Einsatz, er holt den Ball. Und Douglas Costa. Schießt er ihn rein. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und jetzt ein Schuss. Der Ball ist drin. Zwei gegen einen. Da kannst du als Torhüter im Grunde nichts mehr machen. Ja, außer du hast Glück und spekulierst richtig. Aber hier, wir sehen es ja nochmal, ganz schwierig für ihn. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Stindl. Boateng energisch, sehr gut. Jetzt schießt er. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Macht er ihn. Den Ball hat er. Ganz souverän. Das Spiel läuft alles andere als erwartet. Jetzt ist Pause. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Eine überragende Leistung von ihm bisher. 3 Tore in einem Durchgang. Das ist Wahnsinn. Vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Er
erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Nordfight. Jetzt Boateng. Fabian Johnson. Branimir Gota. Geht er rein? Super gemacht vom Torwart. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und Ribéry. Oh. Branimir Gota. Da passt der Torhüter auf. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Nicht genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Eine weitere Ecke. So, jetzt sehen wir mal, wie viele Ecken es hier heute gab. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Thiago jetzt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Und da sind wir natürlich gern wieder mit dabei. Stindl, den Ball hält er gut. Und er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Und jetzt wechseln die Münchner.
das hat er erwartungsgemäß erledigt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Da wird er unter Druck gesetzt. Lahm. Douglas Costa am Ball. Fabian Johnson. Da kommt der Schuss. Da macht er ihn rein. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Und jetzt Lucas Costa. Lewandowski. Xabi Alonso am Ball. Macht er ihn! Lewandowski, der Ball fast drin! Und Alonso, Lewandowski. Schießt er ihn rein. Ball im Tor, klasse gemacht. Super in den Winkel. Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Viel bringt. Er schießt. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie liegen deutlich vorn. Branimir Gota. Jetzt gibt's einen Einwurf. Da kommt der schnelle Einwurf. Und jetzt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Und weil es so schön war, erneute Ecke.
Latte rettet. Bernhard. Und nun Raphael. Er zieht ab. Was für Tor. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Pogba am Ball. Bernhard. Jetzt Alonso. Lewandowski jetzt am Ball. Wenn Robert Lewandowski im Strafraum an den Ball kommt, ist er extrem gefährlich. Ja, gerade mit dem Rücken zum Tor kann er Zuspiele perfekt verarbeiten. Schuss! Etwas tiefer und der Ball ist drin. Das Costa am Ball. Und die offizielle Nachspielzeit. 5 Minuten. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Branimir Gota. Per Kopf zum Mitspieler. Thiago jetzt. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Sie fahren hier einen Sieg ein und was für einen. Ja, da war eigentlich von Anfang an klar, in welche Richtung das hier geht. Sie haben nie nachgelassen und das Ding sicher nach Hause gebracht. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen.